Das Gute ist, der verbraucht nichts mehr. Aber das Schlechte ist, der produziert Öl. Das Benzin. Schmierung nicht mehr so gut ist, dadurch, dass das Öl verdünnt wird vom Benzin. So ist es. Jetzt machen alles eins. Was denn? So, Auto ist angemeldet. Weißt du, was der zu mir gesagt hat beim Straßenverkehrsamt? Das war voll witzig. Also, das kommt aber hinten hin, ne? Ich so, wieso sagen Sie das? Das habe ich gesagt. Dann. Also, gibt es wirklich Leute, die das falsch machen? Ja, Sie werden es nicht glauben, es gibt Leute, die das falsch machen. Ja, es kommt aber nach hinten, ne? Das sind diese Schlaumeier, so, weißt du? Aber Reifenwechsel können die nicht. Ibo, das kommt nach hinten, weiß Bescheid. Froschkelle ist bei Kfz50. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe eine neue Bühne gegönnt von Twinbush. Das wollten wir euch auch machen. Ne? Wenn du ein TSC hast, dann darfst du nie was planen, weil es kann immer was passieren am Auto. Aber ich muss auch dazu sagen, ich höre momentan in meinem Umfeld oft TSI-Motor, ja. Steuerproblem, Steuerkette. Yeah. Schöne Grüße an Yvonne und Multi. Die haben auch das gleiche Problem. Genau. Also wenn ihr was wollt, kommt vorbei, ich mach dir euch. Hast du gesagt, das ist nicht fahrbereit sonst. Komm. Die sollen das abschleppen, für die mache ich das umsonst, versprochen. Ja. Du weißt, wir haben ja alles gemacht, ne? Der läuft. Super. Aydosh war auch dabei. Wir haben ja eine Probefahrt gemacht wegen der Sitzheizung. Erst die Standheizung anmachen, halbe Stunde warten, einsteigen, voll warm. Sitzheizung, paar hundert Meter fahren, die wird auch noch warm. Es ist so kuschelig warm. Ja, also dann musst ehrlich. Du ja damit mit mir jetzt irgendwo hinfahren. Wir gucken, dieser Motor hier, ist ein TSI 1,4, falls jetzt der eine oder andere nicht geschaut hat. Ist ein 1,4er TSI. Immer noch 1,4er TSI. Hat sich noch nicht geändert. Wie viel Liter Öl kommt hier rein? 3,6 Liter, wenn man den Ölfilter mitwechselt. Dieser Ölstab war genau in der Mitte. Und so habe ich das auch gelassen. Wo wir die Sitzheizung gemacht haben, habe ich ja einmal die Batterie abgeklemmt. Und danach bin ich 86 Kilometer gefahren. Ich gucke ja immer wieder Öl nach. Ich habe letztens den angeschaut und dann dachte ich, ich sehe nicht richtig. Okay. Das Öl ist bis hierhin. So viel? So viel. Warum? Und bis dahin. Hast du nochmal was nachgefüllt gehabt? Nein. Das Gute ist, der verbraucht nichts mehr. Aber das Schlechte ist, der produziert Öl. Du hast vermehrendes Öl. Ja, also ich werde irgendwann Scheich Moni. So. Nein, wir haben echt ein Problem. Das ist ein Problem, Alter. Warum? Warum? Riech mal, ob du das riechen kannst. Oh. Ja? Das riecht? Nach? Benzin irgendwie. Nach Benzin. Dieser TSI-Motor hat Probleme mit der Hochdruckpumpe. Echt jetzt? Ja, und das ist das hier. Hochdruckpumpe. Diese Hochdruckpumpe sitzt ja quasi, wenn man jetzt noch diesen Hochdruckstößel nimmt, genau an der Nockenwelle. Und wenn die irgendwann undicht wird, haben wir ein Problem, dass dieser ganze Sprit reinläuft. Und dann haben wir ein Problem, dass das Öl viel mehr wird. Man sagt ja, verdünnt das Öl. Also es vermischt, Benzin vermischt sich ins Öl und vermehrt das Öl. Genau, und das ist eigentlich Overkill für den Motor. Das Problem ist, wir haben viel zu viel, also Öl drin, ja. Gemischt mit Benzin zwar, ist aber zu viel drin. Mhm. Dann, was passiert? Zu viel Öl, wenn ihr einen Turbo habt, Kurbelwellenentlüftung habt, ja, er schießt das Ganze in die Ansaugung rein, Turbo drückt das Ganze wieder in die Ansaugung rein und das Ganze wird nochmal verbrannt. Das Auto hatte das vorher schon gehabt. Und hat es jetzt noch immer? Ja. Haben wir jetzt einen Schaden davon? Benzin nimmt die Viskosität weg. Kaffee. Dankeschön. Und was passiert? Du hast keine Schmierung mehr. Mhm. Das heißt Lagerschalen, Hauptlagerschalen. Alles kann. Ölfilter muss raus, Öl muss raus. Und wir dürfen den jetzt nicht mehr starten. Also nicht bei Zündung an am besten. Gut, dass du das aber rechtzeitig bemerkt hast. Also wir können jetzt noch keinen Schaden mehr. Ja, klar. Oder? Ich gucke hier ganze Zeit, ob alles in Ordnung ist. Ja, klar. Ich will ja auch wissen, verbraucht der Öl aber oder nicht. Aber jetzt macht alles einen Sinn, wie du sagst. Jetzt macht alles einen Sinn. Jetzt wissen wir auch, warum wir so viel Öl in der Ansaugung hatten. Wir bauen den jetzt aus. Ist das schwierig, das Ding auszubauen? Nein. Wenn ihr so eine Pumpe ausbaut, müsst ihr die nicht einstellen. Also ihr müsst den Wagen jetzt nicht auf OT bringen. Oder irgendwie was, irgendwas markieren oder so. Nein, ihr könnt das einfach ausbauen und wieder einbauen. Da passiert nichts. Na dann. So, und jetzt wird er viel. Kommt viel? Nee, kaum nicht, ehrlich gesagt. Gar nichts. Kein Benzin mehr? Boah, jetzt bin ich mal gespannt, ob der jetzt voll nach Benzin steht. Da ist er klar. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Oh, guck, riecht das mal.
Oh, das riecht gut. Ja, es riecht gut, aber... Oh. Das ist Benzin. Das ist Benzin. Hier darf nur Öl sein, normalerweise? Ja, Öl. Normalerweise nur Öl. Okay, und so. Das riecht aber Hammer nach. Ja. So einen Stößel haben wir hier, den müssen wir auch rausholen. Stößel? Genau, so sieht der aus. Den könnt ihr auch so rausholen. Und ich weiß noch, wo du das da reingesteckt hast. Genau, und jetzt achte mal hier. Oh mein Gott. Oh ja, lecker. Aber voll. Oh, das riecht voll nach Benzin. Trotzdem, ich mache den neu, weil sicher ist sicher. Ach, das ist das Teil. Ne? Und er hat auch irgendwie da ganz komisch draufgehauen. Guck mal, so ist das hier. So wird das Ganze verbaut. Den könnt ihr auch nur in eine Richtung einbauen. Guck mal, der hat aber schon hier voll riechen. Ne? Darf das nicht? Nee. Was passiert denn? Das ist doch faul. Also das hier gehört, also wenn ihr eine Inspektion macht, dann müsst ihr das bei TSI-Modellen erneuern. Stöße kommt hier drauf. Ja. Das ist die Nockenwelle, das ist die Einlassseite. Die dreht sich ganz Zeit. Genau. Und hier siehst du das ja, weil der Stößel ist dann hier. Na? Da dreht er sich dann. Da dreht er sich. Wird da reingedrückt. Drückt er dann hier rein. Macht die Pumpe auf und zu. Ne? Dann die Hochdruckpumpe. Fördert ihr das Ganze in die Niederdruckseite. Und das geht dann halt direkt in die Einspritzung rein. Was hier nicht passieren darf, diese Pumpe wird hier drinnen undicht. Und wenn er hier undicht ist, Eidosch, dann passiert Folgendes. Der schmeißt das ganze Benzin in den Ventil, der schießt da das rein und hier ist ja ganze Zeit Öl und dann vermischt das ganze Öl. Und das passiert die ganze Zeit, das schießt passiert da das Benzin rein. Genau. Und darum sah unsere Nockenwelle auch so bescheiden aus, mit diesen ganzen Riefen und so. Schmierung nicht mehr so gut ist dadurch, dass das Öl verdünnt wird vom Benzin. So ist es. Guck mal, siehst du das? Das ist Benzin. Adosch, pack das mal an und riech mal. Ja, öliges, also benziniges Öl sozusagen. Ja. Guck mal, so sieht das Ganze aus. Ihr habt das schon mit dem Sensor neu drin. Es ist sauteuer, ja. Das Ding kostet 300 Euro plus Steuer. Hm. Haben wir jetzt dafür auch bezahlt. Aber das muss jetzt sein. Ja? Wahnsinn. Und das hier auch neu. So kommt das rein. Das Ganze natürlich ein bisschen einölen hier, ne? Auf jeden Fall, bevor ihr das einbaut. Und dann haben wir das Ganze eigentlich erledigt. Und dann natürlich alles raus, neues Öl rein, neuen Ölfilter. Müsst ihr machen. So, das einmal rein. So, der passt auch nur einmal rein. So, oh, sofort beim ersten Mal. In eine bestimmte Richtung, oder? Geht das wahrscheinlich? So, Ibo nochmal. Hier, die Feder will ich auch auf jeden Fall ein bisschen einölen. Dann einfach wieder zusammenbauen. Also es ist hier kein Hexenweg, aber denen geht das echt sehr schnell. Irgendwo. So. Na? Du kommst dann raus, einfach da dazwischen da. Sozusagen. Ja. Hier. Guck mal, da ist ein Kolben hier. Siehst du das? Guck mal. Weil er hier durch diesen Kolben hier verloren hat. Und so kommt das schön ins Innere. Und dann verdünnt er schön dein Öl. Jetzt macht alles einen Sinn. Du hast vielleicht einen halben Liter Benzin reingepumpt irgendwann. Dann war das viel zu viel für den. Turbo hat einfach nur noch Öl rausgeschmissen. Darum auch die Ansaugbrücke so voll mit Öl. Und das Ganze hat dann einen Kreislauf gehabt. Das heißt, Ölstand war zu hoch, in die Ansaugung rein, von der Ansaugung in den Brennraum rein und dann hat er wieder Benzin reingepumpt und dann das ganze Spiel nochmal. Darum waren die Kolben auch so. Ja, okay, das, so jetzt riecht das nicht. Zum Glück. Okay, das Öl war noch okay, weil wir haben es ja auch frisch entdeckt, ne? Okay, das ist gut. Das Öl riecht gut. Und deswegen hat man einen Motorschaden gehabt. Nur deswegen. Der sieht gut aus. Wanne ist ja auch neu. Schön. Alles schön dicht. So muss das sein. Aus. Der Rest raus, ne? So. Ey, jetzt kommt das Benzin raus. Ganz zum Schluss. Boah, riech mal jetzt. Oh Mann, ja. Bumm. Dann schwimmt Benzin oben, ne? Na klar. Öl. Boah, jetzt riecht das nach Benzin. Oh. Okay, wir lassen das auf jeden Fall mal jetzt gute halbe Stunde austropfen. So, 3,5 Liter Öl haben wir drin. So, Wasserstand ist auch gut.
Geil. Ölzettel machen wir erstmal nicht, machen wir später. Okay. Dings, Checkheft kannst du ja auch ausfüllen. Checkheft fülle ich mal erstmal aus. Kannst du sagen, Motor, Dings hier, Austauschmotor. Boah, nee, super. Ich freue mich jetzt gleich auf die Probefahrt. Wer das auch getroffen würde, der würde wissen, hier, das ist Hammer. Das werde ich erstmal die nächste. Also wenn ich den verkaufen sollte. Nein, wenn, dann verkaufst du es an mich. Weil ihr wisst ja nicht, was noch alles kommt. Das wird dir noch sehen. So, Hochdruckpumpe ist auch neu. Wieder mal 360 Euro losgeworden. So schnell geht dein Geld weg. Ja. Ich bin 70 Kilometer gefahren gestern. Ja. Ölstand war nicht auf Maximum und der bekommt natürlich keine 3,6 Liter. Er kriegt 4 Liter. Ich habe 3,6 Liter eingefüllt. Das wollte ich sagen. Riechtest. Das ist wichtig. Oh ja. Hier, du kannst auch nochmal riechen. Schnüffel. Ja. Genau so viel habe ich den gestern gelassen. Bis hierhin. Maximum wäre hier. Also ungefähr 3,6, 3,8 Liter haben wir eingefüllt und das ist gut. Obenrum hat der jetzt viel mehr Leistung. Er hat generell viel mehr Leistung. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob er ruhiger läuft. Also der läuft schon sehr ruhig. Und was mir sehr stark aufgefallen ist, was denn? Das Ding ist sehr leise geworden. Das weiß ich nicht, wie der Doch, alte war, ja? Das der musst war du schon, besser wissen. Der hat schon genagelt, muss ich sagen. Okay. Der nicht. Aber komm, wenn wir mal jetzt starten. Das ist echt ganz, ganz, ganz leise, nagelt der. Normalerweise nagelt der sehr laut. Jetzt auf der Kamera mit dem Mikrofon, ne, wenn ich manchmal höre, wie ich atme, ist ja schon laut. Und ich so. Ja, und es ist echt leise geworden, das ist Wahnsinn. Leute, krass. Super. Toi, toi, toi. Ich hoffe mal, das war das letzte Mal. Und irgendwie an dem Motorschrauben. Also letzte Mal auf der Bühne wird es bestimmt nicht sein, es ist ein TSI. Aber ich hoffe mal, Bereich, Motorbereich, hoffe ich mal, das war es jetzt. Weil wir haben, obenrum, ne? Wir haben hier alles gemacht, Leute, hier ist alles neu. Wolltest du nicht noch die Zündkerzen? Die sind schon neu. Also ich muss jetzt sagen, der läuft sehr, sehr gut. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Haben wir fertig. Sehr schön. Ne? Und jetzt ganz kurz, jetzt mit deinen Worten. Wie lässt er sich fahren? Also ich muss sagen, der hat super gezogen gestern. Ich weiß ja noch den Vergleich vorher, da ging nichts. Da ging nichts. Jetzt kommt der im zweiten, im dritten Gang, also kann er immer noch, also im vierten beschleunigt er noch. Ziemlich gut, muss ich sagen. Was ich halt nur noch merke, ich bin ja gestern hinter dir hergefahren und ich habe noch gesehen, der raucht ganz leicht noch bläulich. Ja. Aber das ist auch ganz normal. Ich rieche es auch. Es ist verbranntes Öl, was ich rieche. Aber das war ja ganz normal, weil wir in der Ansaugung ja sehr viel Öl hatten. Mhm. Ne? Und das ist jetzt noch alles im Auspuff. Ach, im Auspuff befindet sich da noch irgendwelche Ablagerungen, die ist auch immer wieder. Weil ich habe gesehen, das war erst ein bisschen stark und dann wurde es immer weniger und weniger. Das müsste einfach rausbrennen. Das ist keine Wahl. Also je mehr man fährt, desto weniger wird das alles. Ja. Okay. Ja, wichtig ist, er darf natürlich kein Öl verbrauchen. Mhm. Nicht das so Öl extrem. Darf sich nicht vermehren. Das Öl darf sich nicht vermehren. Und wir werden das hier im Auge behalten. Ne? Wir werden jetzt erstmal mal so ein paar tausend Kilometer fahren. Und dann schauen wir mal, ob er noch Öl verbraucht oder nicht. Ob Öl mehr wird oder nicht. Okay. Das ist auch sehr wichtig. Aber ich bin sehr zufrieden. Jetzt alles top. Und irgendwann werden wir so eine Kostenaufstellung machen, was ich jetzt alles bezahlt habe. Rein motortechnisch. Ne? Ja. Und ich habe ja auch ein bisschen mehr gemacht, als notwendig war. Genau. Aber du willst das Auto ja fahren. Ja. Deswegen ist es so okay. Aber ich könnte mal echt mal so eine Politur verkraften. Ne? Ich glaube auch, der Lack von dem, also ist ziemlich schlecht. Schade, ich werde doch kein Scheich mehr. Öl produziert der nicht mehr. Ja, aber wird wohl nichts. Schade, egal. Müssen wir woanders gerade. Müssen wir woanders unser Glück probieren. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft.